Hallo liebe Freunde, wir melden uns nach einer kurzen Sommerpause wieder zurück, online, für euch und mit euch. Wir grüßen euch und wir winken für euch, liebe Freunde der Emanuel-Gemeinde und alle, die das sonst noch anschauen. Es gibt eine Frage, die hört man immer wieder und nicht nur hören, sondern man bewegt sie auch selber. Das ist die Frage, Mensch, wann wird es mal wieder so wie früher? Aber ganz ehrlich, ich glaube, es wird nie wieder so wie früher werden. Und diese Frage hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Hey, wir sind auf einer Reise. Es geht nach vorne. Und wenn wir immer nur nach hinten schauen und sagen, ah, damals war alles gut. Und wann wird es endlich wieder so wie früher? Dann verpassen wir den Blick nach vorne aufs Ziel. Und wir wissen gar nicht, wie sieht unser nächster Schritt aus. Aber wir sind ja verbunden mit unserem Gott. Und dieser Gott hat uns eine viel bessere Frage gegeben. Und diese Frage ist so gut, die wird uns die nächsten Wochen zusammen begleiten. Und die Frage lautet, wie können wir in Zeiten der Veränderung unsere Beziehungen gesund halten? Gute Frage, oder? Wie können wir in Zeiten der Veränderung unsere Beziehungen gesund halten? Und da geht es um die Beziehung mit Gott zuallererst. Wenn wir keinen Gottesdienst mehr haben, wenn wir uns nicht mehr so einfach treffen können, wie läuft unsere Beziehung untereinander, innerhalb der Gemeinde, wenn man sich nicht mehr so oft sieht, wenn man sich nicht mehr drücken kann, wenn man Abstand halten muss? Wie gelingt es uns, diese Beziehungen gesund zu halten? Und wie gelingt es uns, die Beziehungen zur Welt gesund zu halten? Zu unseren Familien, auf dem Arbeitsplatz und den Menschen, denen wir auf der Straße begegnen? Und manchmal haben wir diesen Blick verloren für die Menschen, die da draußen sind, weil wir nur noch im Überlebensmodus sind. Aber ich glaube, wenn wir diese Frage zusammen mit Gott bewegen, hey, dann geht es richtig voran. Und das wollen wir mit euch tun, die nächsten Wochen. Und Gott ist so gut, er hat uns nicht nur diese Frage geschenkt, die uns weiterhilft, sondern er hat uns auch gleich ein paar Antworten gegeben. Und diese Antworten, die wollen wir nicht einfach nur raushauen, so mit 6 Punkten und damit ist alles gut, sondern die wollen wir so richtig bewegen und wir wollen dich ermutigen, mitzumachen. Wir wollen dich ermutigen, diese Themen mit in deine Gruppe reinzutragen, in dein Team mit reinzutragen, selber drüber nachzudenken, drüber zu beten. Und diese Punkte, wir glauben, dass es, ja, auf der einen Seite ist es wie so ein Fundament, was uns Stabilität gibt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch was ganz Robustes, wo eine große Dynamik möglich ist. Wir haben uns im Ältestenteam ja getroffen und haben darüber gebetet und haben uns überlegt, Mensch, wie bringen wir das der Gemeinde rüber? Welches Bild passt am besten, um diese Antworten rüberzubringen? Aber wir haben kein gescheites Bild gefunden. Weil die Dinge passen so gut zueinander, die greifen ineinander und die müssen wir richtig tief in uns entwickeln. Also lass dich drauf ein. Schalt dich immer wieder online ein, hör die nächsten Predigten an. Ab Sonntag wollen wir da anfangen. Und, oder komm doch in unsere Gottesdienste. Am 20. haben wir wieder einen Gottesdienst am Seehaus. Und hör eine Predigt nach der anderen und lass uns unser Fundament bauen, so dass unsere Beziehung zu Gott, zu uns Brüder und Schwestern in der Gemeinde, aber auch zur Welt draußen richtig gesund werden kann oder bleiben kann. Wir wollen Gott hören, übernatürlich hören. Hören, wenn wir sein Wort lesen. Wir wollen in unseren Entscheidungen abhängig sein von Gott, weil Abhängigkeit von Gott macht uns unabhängig von Umständen. Wow, was für ein Geheimnis. Oh, ich würde gleich gerne lospredigen über diese Themen, aber ich bremse mich ein bisschen und lade euch aber umso mehr ein, die weiteren Themen dann zu verfolgen. Es wird um Authentizität gehen, also um Echtsein gehen. Es wird darum gehen, den anderen freundlich und wohlwollend anzuschauen und nicht zu verdammen, auch wenn der mal einen Fehler macht. Und ihn zu ermutigen, aus Fehlern rauszukommen und nach vorne zu gehen. Es wird darum gehen, wie wir connected bleiben können. Stay connected. Ja, Englisch, sorry, tut mir leid. Aber es geht darum, dass du mit Freunden zusammen bist, in einer Gruppe bist, in einer Kleingruppe bist, in einem Dienstteam bist.
Und da wir als Gemeinde jetzt ja etwas größeren Abstand haben, können wir nicht jeden kontrollieren und sagen, komm, du musst das, sondern da geht es viel auch um Eigenverantwortlichkeit. Oh ja, wie gesagt, ich höre hier auf, aber ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wie werden wir das praktisch machen? Unser gesegneter, gesalbter Pastor, der hatte eine richtig gute Idee. Wir haben nämlich gedacht, wir wollen diese Frage am Leben von Abraham anschauen. Er ist ja auch in das Neues gegangen. Und der hatte einiges im Gepäck, was ihm geholfen hat, seine Beziehungen zu Gott und seine Beziehungen zu seinen Leuten und um die Leute drumherum gesund zu halten. Und es ist so ein tolles Vorbild, von dem wollen wir was lernen. Ja, ihr merkt schon, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich bin voller Glaube und Hoffnung, dass die letzten 3 Monate in diesem Jahr so richtig gut werden. Stimmt es? 3? Oktober, November, Dezember? Ja, 3,5, 4 Monate. Es wird richtig gut. Und kling dich ein, lock dich ein mit jemand, werd Teil einer Kleingruppe. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja schon bald wieder am 20. Und wenn nicht, dann vielleicht immer mal wieder hier online. Ja, und so grüße ich euch online und sag Tschüss, bis bald.